Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Texit. Wir sind immer noch in der Höhle. Einziger Unterschied, ich habe schon mal ein bisschen vor mich gewagt. Bis nach hier in die Ecke. Und ihr werdet es kaum glauben, dieses Video wird aufgenommen an dem Tag, wo es rauskommt. Ja, wie gesagt, ich hatte letzte Woche sehr viel Stress. Oh, Gold, nice. Oh, ein Block Gold. Das reicht doch niemals. Denn ich hatte wirklich letzte Woche viel Stress und das ging sich alles nicht auf einen Schlag aus. Es gab viel familiären Stress und hin und her. Deswegen musste ich so viel halt produzieren auf einen Schlag, wie es nur ging. Damit ich euch mit Content weiterhin auf den Stand halten kann. Ich kann euch auch sagen, wie zum Beispiel, warum ich jetzt immer rein Wochenende aufnehmen muss. Es liegt daran, dass ich jetzt als Lehrling in der IT-Betriebstechnik bin. Bedeutet und aktuell noch nicht an meinem festen Standort hier bei mir daheim bin, sondern jede Woche weg bin von Montag bis Freitag und aktuell jetzt dann 200 Kilometer jeweils fahren muss. Also 2 Kilometer hin, 2 Kilometer wieder zurück. Und ich natürlich meine Sachen nicht mitnehme, bedeutet das Wochenende, die zweieinhalb Tage, die ich daheim bin, muss ich Freunde unterbringen, die Videos unterbringen und. Das wird also immer ein bisschen, sagen wir mal, eng. Und dadurch, dass letztes Wochenende halt familiär auch noch was war, ist es sehr eng geworden. Und es tut mir sehr leid, aber ihr müsst mich bitte dort auch verstehen. Aber ich glaube, ich habe es relativ gut hinbekommen. Ich werde dieses Video jetzt auch wieder um 16 Uhr veröffentlichen. Also wenn ihr das seht, wir haben es gerade 14:30 Uhr. Bedeutet um 45, ja 50 irgendwann drum, ist die Aufnahme hier fertig. Dann tue ich das direkt ins Schneideprogramm, Musik drunter legen und für euch zum Anschauen vorbereiten. Und später seht ihr das dann um 16 Uhr circa schon auf meinem Kanal. Während ich dann während dieser Zeit schon wieder die Videos für die nächste Woche aufnehmen muss, weil ansonsten sich das zeitlich überhaupt nicht ausgeht. So, warte mal, kann ich nicht mit den Dingern hier Suppe machen? Wie ging das noch? Ich konnte noch normalerweise mit Pilzen Suppe machen, ne? Weil ich will eigentlich hier unten bleiben. Ich mag nicht jetzt gerade unbedingt nach oben laufen. Und wenn wir eine Suppe machen könnten, wäre das ja genial. Ging das nicht so? Ich hätte gedacht, das wäre mit Stöckchen gewesen. La 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 la. Da. Dann muss ich die Symbols nehmen und dich da. Oder brauche ich da die braunen auf? Ach nee, sag nicht braun. Nee, 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 bitte nicht. Oh, das ist aber interessant gemacht jetzt. Oh. Wie viel? 2000. Ja, da haben wir einiges zum Durchgehen. Warte mal, wo sind die Suppen? Da, Suppen. Ach du heilige Scheiße. Gibt's denn noch andere Suppen? Ich brauche irgendwie nur was zum Essen. Und ich glaube, ich kann nicht Pilze so essen, oder? Oh Gott, okay. Ja, dann müssen wir schauen, weil ich habe 3,5 Herzen. Das ist eventuell nicht die Menge. In die Richtung bin ich auch schon gegangen, aber da geht's dann ja nicht auf ein Dead End unbedingt zu, aber halt schon auf ein festeres Ende. Und wie gesagt, ich bin halt jetzt bis Ende Februar circa nie wirklich daheim, sondern immer halt in der Arbeit. Bin dann dauernd unterwegs. Deswegen werde ich in der Zeit auch nicht Quality-Veränderungen irgendwie machen können oder versuchen, mich in einer anderen Weise zu verbessern, weil einfach, weißt du, wenn ich jetzt sage, ich mache ein Video pro Woche besser, allein in 2,5 Tagen alle Videos hinzukriegen und in Ruhe aufzunehmen, ich tue die ja mittlerweile nur noch hochladen und dann werde ich am Montag mit so einem Oldie-Laptop, so einen uralten Laptop, den ich dabei habe, der eigentlich nur noch für Word geeignet wäre, rein theoretisch, tue ich dann online die Videos, Titel machen, alles einstellen, damit es auch wirklich passt und dass ich halt wenig wie möglich, wartet mal, brauchen erstmal noch ein paar Fackeln, dass ich halt wirklich die Videos auch perfekt hin oder so schnell wie möglich hinkriege, ne? So ist aktuell der Stand bei mir. Hier geht's ja gar nicht weiter. Ich dachte, hier geht's weiter. Das Problem ist nicht, dass wir immer noch kein Gold haben.
Da vorne scheint was zu sein. Heilige Scheiße. Wenn ich wüsste, was da unten jetzt steht, könnte ich wissen. Alter, da ist viel Kopperohr. Lecco mio. Nee, aber ich hoffe, ihr könnt das verstehen, wie ich das jetzt hier, warum das jetzt alles auch teilweise ein bisschen eng wird. Und es könnte halt auch mal sein, dass eine Folge ausfällt. Aber sobald ich sozusagen wieder fix hier bei mir daheim bin, kann ich mich auch auf die Sachen konzentrieren, die ich jetzt schon, bevor ich angefangen habe mit meiner Ausbildung, kann ich dann auch alle umsetzen, wie zum Beispiel ein eigenes Servernetzwerk, was ich bei mir daheim versuche aufzubauen. Ich kaufe mir also wirklich einen Server, tu den hier aufsetzen, weil ich finde, da kann ich mehr machen, als wenn ich online mir diese ganzen Sachen... Oh, wir haben noch Fleisch, oh mein Gott! Lebensrettung hier! Wird zwar nicht reichen, um das ganze Leben wahrscheinlich aufzufüllen, denke ich. Aber in etwas. Und dich kann ich auch... Haben wir noch hier Eisen? Habe ich kein Eisen mehr? Ah doch, eine Eisenspitze haben wir noch. Dann holen wir uns ganz schnell aber noch Eisen. Ja. Hier war doch noch irgendwo Eisen. Hier war irgendwo Eisen. Daumen. Da ist so ganz viel Eisen. Weil das ist halt leider aktuell so. Aber ich versuche dann immer mehr hinzukriegen. Vielleicht dann auch wieder Tutorials in dem Bereich. Auch vor allem in der Zeit, wo ich dann halt meinen YouTube-Kanal sozusagen einen kleinen Minecraft-Server gebe. So klein würde er ja gar nicht. Er soll insgesamt also so Minispiele wie Hunger Games haben. Das war so früher eins meiner Lieblings-Minispiele. Und alles Mögliche. Und natürlich alles. Es gibt eine grobe Vorbereitung, gibt es bereits. Die Plotwelt habe ich schon mal gemacht. Auch schon ein paar grobe Plugins. Ich weiß auch schon, mit welchen Systemen ich arbeiten will. Und mit welchem. Zum Beispiel mit welchem. Wie heißt es denn jetzt? Mit welchem Berechtigungssystem. Weil halt. Vielleicht das eine nicht so ganz gut funktioniert. Ich habe immer früher zum Beispiel Packs benutzt. Packs habe ich aktuell leider 1-2 Probleme. Aber das läuft auch schon und sobald das alles halt fix ist oder sobald ich halt diesen Server habe, kann ich das halt besser testen, vor allem wegen der fixen IP-Adresse, wie ich es am schlauesten mache und. Aber ich denke, damit bin ich dann glücklicher als mit diesen Online-Lösungen, wo man dann teilweise nicht mal selber die Probleme lösen kann, weil man halt die Hardware nicht vor seiner Nase hat. Genau, das ist so eigentlich, sagen wir mal, the plan of the future. Außerdem natürlich ein bisschen hochqualitativere Videos. Schauen wir mal, ob ich dann selber versuche weiter zu schneiden oder ob ich irgendjemanden finde, der vielleicht Lust hat, mit mir zusammen irgendwie zu arbeiten in dem Bereich und der mir hilft, Videos zu cutten. Ich selber bin einfach zu doof für mich. Also, lustig, ich kann Videos cutten, ist auch eigentlich nie wirklich ein großes Problem für mich gewesen, Videos zu cutten, aber irgendwie meine eigenen Videos zu cutten, da habe ich irgendwie volles Problem mit. Und da bin ich zu blöd für. Und wir bräuchten mehr Golderz. Wir bräuchten noch, glaube ich, doppelt so viel oder so. Bloß die Höhle scheint zu Ende zu sein, ne? Ne, das stimmt gar nicht. Ich hoffe, es geht doch noch weiter. Problem ist, da unten in der Höhle weiß ich nicht, was drin ist. Und wenn ich nicht weiß, was in der Höhle ist, bin ich ganz, ganz unsicher. Und davor. Gold, 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 Gold. Das macht aber das hier ist das Wichtigste. Das ja. Yes, ich glaube, das ist genug. Sollen wir werden? Ich mag jetzt nicht gerade nicht sterben. Schaut aber gut aus. Also hier können wir dann das nächste Mal meinen gehen. Und hier haben wir noch Uran. Ab geht's zu Nuklearstrom. Wir müssen dann eh uns auch über den Strom nachdenken, sobald wir Systeme aufsetzen. Weil irgendwann müssen wir das alles mal, sagen wir mal, dementsprechend einführen. Ne? Aber wenn wir den Miner haben, können wir uns darüber erstmal keine Sorgen machen.
Yes. Meine Träume werden gerade erfüllt, weil das sind die Charged-Versionen, also die mit Energie schon gefüllt sind. Die brauchen wir, um so einen Charger zum Beispiel zu bauen. Das macht uns unser Leben um einiges einfacher. Oh mein Gott. So, jetzt müssen wir nur sicher. Weil man könnte. Was ist das? Jetzt bin ich geeky. Jetzt will ich das da auch mitnehmen. Jetzt ziehen wir den kompletten Koppervorrat erstmal mit. Und dann gehen wir nach oben und bauen unseren Miner. Ich liebe es. Aber ich überlege auch teilweise, ob ich einen. Da könnt ihr mal in den Kommentaren zum Beispiel schreiben, ob ich einen normalen Vanilla-Server machen soll oder Modded-Server oder ob ich so eine Kombination machen will. Also es gibt ja diese typischen Hub-Systeme, wie sie halt typisch existieren, ne? Und ich habe überlegt, ob wir das nicht so machen sollen, dass man vielleicht Vanilla-Grundspiel, wo man halt die typischen Spiele macht, und dann gibt es noch Welten, wo du halt mit Modded drauf kommst. Da gibt es ja dann zum Beispiel, glaube ich, Sponge. Mit dem kann man arbeiten. Und mit Sponge kannst du dann dir sozusagen. Mit Sponge kannst du dir dann. Oha. Mit Sponge kannst du dir. Jetzt hänge ich gerade im Kopf fest, weil ich gerade überlege, voll am Denken bin. Mit Sponge kannst du dann sozusagen Mods und Plugins auf dem einen und selben auf dem Server installieren. Sozusagen, du kannst Plugins mit Mods kombinieren. Was natürlich dann ganz praktisch wäre, zum Beispiel, dass jeder sich ein Stück Land ownt oder irgendwie so. Auf der anderen, wo kam ich zur Hölle her? Bin ich nicht an den zwei. Nicht? Okay, wo zum Fick kam ich dann her? Ah, ja, man sollte gucken, dann wüsste man auch, woher man kommt. Ich hoffe, dass Tag ist. Es wird dunkel, ne? Okay, weißt du was? YOLO. So weit weg von daheim bin ich jetzt auch nicht. YOLO! Da ist noch nicht mal irgendwas. Ein Viech. So, okay. Da bin ich. Wir haben gerade Eisenerz in der Dreherei gehabt. Aber ich muss euch, glaube ich, enttäuschen. Wir tun das Eisenerz jetzt eins nach hinten. Alter, wie viel Kupfererz? Das ist ja brutal. Und wird tonnenweise Eisen schon nachgebrannt. Aber das Wichtigste ist jetzt erstmal das Gold durchdrehen. Habe ich denn? Zwei. Sollte sich also ausgehen. Drehen wir den Schmarrn schnell durch. Wie haben wir denn noch gar nicht. Das vielleicht mal rausnehmen. Und Iron Dust, dann schmelzen wir währenddessen den mal raus. Dann schauen wir, was. Ah, hat gerade gepiept. Mein Handy hat gepiept, deswegen musste ich einmal gucken, was da abgeht. Das habt ihr, glaube ich, eh mitbekommen. Oh, jetzt. Ich hasse Zombies. Die können Türen einschlagen. Das ist so uncool. Und vielleicht kann man auch in Zukunft mal wirklich größere Minecraft-Projekte machen mit so 10 Leuten oder sowas. Wenn man halt einen Server hat, den man. Oder so einen Server hat, wo man sich selber eigene Server aufsetzen kann, die bestimmte Größe auch haben können. Ohne dass irgendeiner sozusagen einem verbietet, die bestimmte Größe zu haben. Weil das ist ja dann meistens eher das Problem, dass du an Größe limitiert wirst. So, dann tun wir hier den Golddust rein. Ah, ich bin jetzt gespannt. Das machen wir jetzt auch in der Folge fertig. Dann wird es zwar länger, aber mir egal. Am Ende ist eh der den Schaden hat, ich, weil ich weniger zum Aufnehmen habe. Aber ich glaube eh, dass die Serie locker über 100 Folgen kriegt. Oder diese Serie. Aber schauen wir mal, angeblich könnte es ja so passieren, dass durch das neue Gesetz da mit den Kindergedöns da Minecraft nicht mehr so die beste Serie ist, die man bringen kann. Aber das wird alles erst nächstes Jahr passieren und das ist noch so circa ein Monat weg. Also hoffen wir alle mal das Beste. Iron Dust hier, den kann ich hier nicht reintun. Noch zwei durchbrennen. Oh, ich bin gespannt. Ich muss dann erstmal mein Inventar irgendwie leer kriegen. Das Problem. Dann können wir jetzt erstmal tonnenweise Gold holen. Frage ist,
Mit was betreiben wir die ganze Maschine? Fertig ist er. Tun wir noch den restlichen Iron Ore Dust rein. Vielleicht können wir das irgendwie dann automatisieren. Es gibt eh die automatisierten dann. Warte mal. Wir haben hier Diamanten, Schwarzpulver, Uranium, Surtis Quartz, Charged Surtis Quartz, Pilze. Alter. Haben wir denn wenigstens irgendwas schon doppelt? Nee, irgendwie nicht, gefühlt gar nicht. Heiliger Bimbam, ist die Kiste schon voll. Da brauchen wir nochmal eine Eisenkiste. Machen wir noch mit einer, dann kann man nicht vielleicht. Vielleicht kann man Kisten. Scheiße. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich zu wenig Holz habe. Scheiße. Kann man Kisten? Also Eisenkisten kombinieren zu einer großen Eisenkiste? Das wäre mega. Und eine Eisenkiste und. Nein, das funktioniert nicht. Aber man kann sie nebeneinander platzieren. Weil hier kann ich zum Beispiel das ganze Ohr mal reinhauen, was ich habe. Aber jetzt will ich erstmal das hier. Und dann gehen wir jetzt hier auf Buildcraft. Ne, das war doch, das war Buildcraft. Ne, das war. Doch, das war Buildcraft. Was ich bauen wollte, ne? Bin wieder beim Überlegen, was ich machen wollte. Weil ich wollte den hier machen. Quarry. Was ich gar nicht überlegt habe, wie ist denn das mit dem Miner? Wie teuer ist der Miner? Wo ist er denn? Hä? Digger, ist es ein Digger? Ne, ist auch nicht. Ah, gibt's wohl nicht. Das schaut jetzt aber nicht so schwer auf. Zwei Diamantenzahnräder. Nee, gibt's da keine Ahnung? Nein! Warte mal. Nochmal gucken. Nee, da muss ich nicht hin. Haha. Okay, geht schon noch so, okay. Jetzt habe ich kurz einen Schock bekommen, weil ich gedacht hätte, wir hätten verloren. Dankeschön. Ah, ich habe die ja eh schon. Huch. Hat keiner gesehen oder so? So, und dann nochmal, ich glaube, drei von denen waren es, ne? Und dann müsste ich den Quarry bauen können. Ah, ne, Diamond Dust fehlt noch. Diamond Dust. So, jetzt hat aber. Quarry. Jawohl, wir haben den Quarry. Wir haben einen Quarry. Müssen wir nur überlegen, wo wir den buddeln lassen, weil rein theoretisch können wir da eine Hütte dann drüber setzen, wo wir dann die Schichten durch haben. Ah, guck mal. Haben sie einen Generator? Haben die den ganz normalen Generator auch? Generator. Zinn, Kupferkabel. Dafür brauche ich Rubber. Uncool. Was ist das denn alles? Buildcraft. Nochmal Buildcraft. Was ist mit Industrial? Das war ich glaube ich gerade Industrial Kraft, ne? Hupsala. Windmill Nuclear Generator. Ja, das wird vielleicht in der Zukunft mal im Plan sein. Also wir brauchen immer einen Generator grundsätzlich. Das ist. Was ist ein Slack Generator? Iron Furnace. Ja, okay. Ein Electric Furnace. Vielleicht sollten wir in der Zukunft, wir müssen auf die Wanderschaft gehen und nach Rubber gucken, weil Rubber wäre vielleicht gar nicht doof, ne? Haben wir die ganzen Kabel. Sticky Reset. Das brauchen wir nämlich. Die Frage ist, wo wir das herkriegen. Ja. Aber dann schauen wir nochmal unter Buildcraft heran. Buildcraft. Und ich tue jedes Mal das Ad weg und ich brauche es eigentlich die ganze Zeit. So, hier. Hat er den Redstone, Mann. Ach, der ist ja easy. Brauchen wir nur Glas für, einen Kolben. Kolben ist easy gemacht. Cobblestone und Wood. Ich habe zu wenig Wood dabei. Schauen wir mal das an. Wir machen hier mal ein paar. So, zack. Schauen wir uns mal den an.
Ja, okay, Holz habe ich schon. Ich kenne Redstone. Ich habe genau dieses eine Redstone mitgenommen, ne? Bin echt penibel bei sowas. Kann das sein? So, oder können wir nicht vielleicht so einen Stirling-Motor bauen? Stirling-Motor wäre doch viel effizienter in dem Fall, oder? Habe ich Sand? Ich habe doch sicher Sand. Ich habe doch bestimmt schon mal irgendwo Sand gehabt, oder? Warum grabe ich denn nie Sand ab? Da um mich herum sind gerade keine Mobs. Doch, sind schon welche und die sind auch... Der hat ein Schild in der Hand und eine Waffe. Was soll das denn jetzt? Bin ich da? So, ich wollte eigentlich nur damit... Also wie viel Eisen wir schon wieder haben? Sand? Wenn die jetzt rüberkommen, habe ich ein Problem. So, ich will nur das eine Glas. Dankeschön. Und dann machen wir diesen Generator. Nein, die will ich nicht. Ich will die ganz simplen. Ich will die simplen. Die simplen. Was ist das denn? So. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Woodgear. Und daraus machen wir 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Stone Gears. Dankeschön. Noch komplizierter geht's echt nicht. Ich überlege gerade, wo bauen wir denn am besten das erste Mal ab? Hi, Kuh. Wie wäre es mit hier vorne einfach mal? Ich mag einfach mal wissen, wie das funktioniert. So, dran. Du brauchst dann was zum Verbrennen wahrscheinlich, ne? Und einen Schalter. Das schaffen wir noch in der Folge, schaffen wir noch in der Folge. Auch wenn ich die dann länger rendern muss, aber das geht sich hoffentlich aus alles. Ich will nur einen simplen Schalter machen. So. Ne, warte mal, dafür brauche ich nicht sowas. Ein Schalter geht, glaube ich, einfach easy. So, genau. Und dann... Oh, wir machen noch schnell eine Eisenkiste. Schnell eine kleine Eisenkiste. Zack. Dankeschön. Ich muss dann eher überlegen, was ich mit den ganzen Cobblestone mache, was ich dann raushole. Weil immerhin... Ist ja gut. Jetzt habe ich hier... Gleich nicht das Schlauste, aber... Er arbeitet. Er ist zwar langsam, aber er arbeitet. Wow, das ging jetzt auch flott. Nice. Es geht los. Und damit würde ich sagen, Freunde, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.